800 Meter Durchgangszeit, die wir gleich sehen, um die 2,45. Also das ist ein extrem langsames Meisterschaftsrennen. Wir erinnern uns, im letzten Jahr ging der Titel mit 4 Minuten und 2 an Arthur Beimler. Und jetzt fallen die da schon wieder fast hin, Ole Groth von der TSG Bergedorf. Rappelt sich auf, geht jetzt außen und jetzt wird es mal etwas schneller da vorne. Jetzt ziehen sie da vorne an. Und die Frage ist, wer geht da jetzt mit? Nick Kempken, einer der Favoriten da vorne, an seiner Schulter in Rot, Jonas Just, der norddeutsche Meister. Und außen Tom Förster, LG Vogtland. Aber das ist immer noch nicht das, was wir unter einem schnellen Schluss verstehen. Jetzt die Glocke für die letzte Runde. Und jetzt zieht sich das ein bisschen auseinander. Da sehen Sie das, da hinten müssen wir nicht ab. Und jetzt gibt er aber Gas da vorne. Der Jonas Just, der norddeutsche Meister. Jetzt sucht er die Flucht nach vorne. Schaut sich um, wer geht da mit? Und da haben einige Probleme mitzugehen beim Mann von LG Osterode, Jonas Just. Nick Kempken, der beißt da ordentlich. Probiert da noch dran zu bleiben und er ist natürlich in einer besseren Ausgangsposition jetzt gleich, wenn er da hinter ihm ist. Und Jonas Völler auch noch dabei, im Neongelben. Das wird ganz spannend hinten. Wer holt sich den Titel? Jonas Just, Nick Kempken oder im Neongelben Trikot? Jonas Völler, der kommt auf. Jonas Völler, Jonas Just, Jonas Völler macht es. Jonas Just nimmt Silber mit nach Hause und Bronze geht an die Kempken. Was für ein Meisterschaftsrennen. 4:30:52. Das ist die Siegerzeit für den deutschen Meistertitel.